So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Und guckt euch mal mein Gesicht an. Irgendwie habe ich einen ganz roten Kopf, eine rote Nase, rote Lippen, alles rot. Ich sehe so aus, wie ich mich fühle und fühle so, wie ich mich aussehe. Ach, irgendwas so ähnlich so. Der Marc und der Pierre, die sind jetzt gerade unterwegs draußen. Die wollen ein bisschen farmen, sich mal die Stadt reinziehen, Pokémon Go technisch, damit ich in Ruhe jetzt die Raid am Mittwoch-Folge aufnehme. Heute Abend ist die Raid Mania. Alle vier Kapus sind in den Raid. Und ich möchte nochmal dazu sagen, ich nehme heute Abend bevorzugt Raid-Einladungen zu Kabutoro an. Wenn ihr also ein Kabutoro dann habt abends, ladet mich dazu ein, in der Raid-Mania, in der Raid-Stunde, vielleicht raiden wir zusammen. Jetzt möchte ich euch aber die Highlights der Woche präsentieren und dann kann ich das Hemd wieder ausziehen, es ist nämlich so warm damit. Angefangen hat die Woche hier beim Klotzi, der hat nämlich ein super Bild vom Niantic Support geschickt. Today we watched the YouTuber Ramses der Digge. We would like to support this YouTuber and send him a crate of beer. Bis jetzt ist das Bier noch nicht angekommen, aber das ist auf jeden Fall Fake News. Wer das glaubt, ist selber schuld. Fand ich aber total lustig. Dann bin ich Glücksfreund geworden mit Iber Pikant. Muss ich auch mal tauschen, ist ja ein kleiner Account von mir selber. Der Lennart hat einen 100er Kapokime gefangen. Aus Nordrhein-Westfalen, Hagen, Glückwunsch dazu. Plus auch noch hier ein 100er Kleinstein, wohl am C-Day bekommen. Der Geitsch mit einem shiny Dummiesel. Da sage ich nur eckig dazu, oder? Wer weiß warum, der schreibt es auch mal in die Kommentare. Dann bin ich mit Drachik Glücksfreund geworden. Mit dem möchte ich heute auch nach der Raid Mania dann den Glückstausch vollziehen. Vielleicht können wir das sogar in den Stream mit einpacken. Carsten bin ich auch Glücksfreund geworden. Jojo hat ein 187er Raupi gefangen, 100%. Hannes hat ein 100% Shiny Geronimatz bekommen. Ist aber nicht der Schocker der Woche. Warum? Das könnt ihr euch vielleicht denken. Das ist nämlich aus Friendswood. Und was von daher kommt, kann auf jeden Fall kein Schocker sein. Dann kommen wir zur Shenaya, die hat ja einen Shiny Schallquap mitgenommen, einen Shiny Lashoking, was fliegt, 100% Kabukime mitgenommen bei einem Raid, wo ich eingeladen habe, seht ihr hier, Straufhain Thüringen, wir raiden ja eigentlich jeden Tag zusammen, Jenna und ich, 100% Ladybar noch dabei, dann hier Shiny Makuhita, 100% Goldini, durch ein Tausch erhalten von ihrem kleinen Account Aquana Girl, Shiny Schwalbini noch dazu, 100er Europe, 100er Ladybar, jetzt müssen wir lesen, wie das heißt. Dann der Selal. Der Selal, der hat mir schon wieder 255 Bilder geschickt. Ich habe gedacht, ich werde bekloppt. 255 Bilder von Selal. Da habt ihr jetzt hier ein Shiny Marmolita dabei. Die Frage, nimmt man unendlich Sternenstaub oder unendlich Coins? Was würdet ihr nehmen? Ich würde ganz klar die Coins nehmen, weil damit kannst du dir dann theoretisch alles kaufen. Kannst du dann auch die lauter Sternstücke kaufen, die du einsetzt und andere Dinge. Also lieber die Coins statt den Sternenstaub. Was sagt ihr? Wie würdet ihr euch entscheiden? Oder auf beide drücken? Dann hier klassisch 6 Star Raid. That's easy, ne? Also das ist aber leicht. Ein 6 Sterne Raid und dann alle Pokémon wurden besiegt. Oh mein Gott, da läuft der Schweiß runter wie bei mir gestern. Dann war das Selal hier Shiny Lumpy. Oh mein Gott, cute. Guckt euch das kleine Kabutops an und wie es dann einfach nur mega pervers aussieht, wenn du es hochhebst. Habt ihr schon mal einen Kabutops angehoben? Lasst es lieber. Selal, Shiny Valma, Shiny Sterndu, Shiny Alola Kleinstein, 100%. Eine Wild, oder? Das ist auf jeden Fall nicht Level 15, das ist weniger, also das ist nicht aus der Forschung. Shiny Mangunia noch mitgenommen, Shiny Pantimimi, 100er Kleinstein, Shiny Wuffels, gebrütet aus dem 10-Kilometer-Ei, Glückwunsch dazu. Dann nochmal 100er Kleinstein, nochmal Shiny Lampi, Shiny Anton, war heute beim TÜV, war alles in Ordnung, finde ich auch sehr genial, dieses Bild mit dem TÜV-Mann und den Geldscheinen auf den Augen, in der Brille, ne? Selal, der schickt ja immer lustige Fotos mit. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Inside einer Käsereibe aussieht wie der Hintergrund jedes Rap-Videos aus den 2000ern. Habt ihr schon mal in die Käsereibe reingeguckt? Sieht original so aus. Wenn du etwas in den Einkaufswagen legst und hoffst, dass es deine Mutter nicht bemerkt. Katzen bleiben Katzen und hat das noch was mit Pokémon zu tun? Ich weiß nicht. Auch ein Tigamon, der sieht aber süß aus. Das habe ich nie gesagt. Da musste ich irgendwie an Tobi denken, der dann plötzlich alle Verläufe und alles durch und hat und macht und guckt, wer wo was gesagt hat. Dann geht's weiter, immer noch bei Selal mit einem Shiny Rattan, Shiny Zirpurzel.
Wie viel Uhr ist es? Keine Ahnung, gib mir mal die Trompete. Welcher Depp spielt um 3 Uhr nachts Trompete? Es ist 3 Uhr. So, wisst ihr das als Tipp, wenn ihr mal nicht wisst, wie spät es ist? Shiny, Kryptotraumato noch mitgenommen. Auch Selal, wie der Formio Hodensack hier, auch Shiny. Shiny Balma, Shiny Rettan. Die Alola-Form von einem ganz Ente-Ding. Meine Antworten, wenn das Gespräch langweilig ist, gut, na und ja. Und das kombiniert in na gut und ja gut oder na ja oder na ja gut. Kann man immer kombinieren. Warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Weil sie Angst vor dem Kater haben. Da freut sich der Katz. So, jetzt hier Pokémon, Selal, 100%. Alola Kleinstein, Shiny Rattan. Ich glaube, der kriegt immer so dieselben Sachen. Alola Raichu, Shiny, Shiny Mangunior, 100% Pebek. Und Shiny Formeo, Shiny Vilma. Wirklich einfach, der schickt fünfmal dasselbe Bild und mir fällt es nicht auf. Aber die haben immer andere WP, also das ist nicht dasselbe. Dann 100er Kindwurm, 100er Serbifoy, 100er Europe, Shiny Sichlor, erlöstes 100er Skungapu, Mewtwo. Sieht komplett komisch aus. Cheese Balls, guckt euch die an, das sind auch die ganzen Alola Kleinstein Shinies drin. Das passt sehr gut dazu. Wenn ich alleine über meine Witze lache, weil ich mich selbst am lustigsten finde, ne? So geht's mir auch. Homer geht einfach immer. Wenn ich alleine bin, alles super unter Menschen. Totale Fresse dran. Chef hier geschickt. 100er Merrill, 100er Weimar, 100er Raupi, lauter Shinies noch dabei mit Pinsir, Skalück, Mangunior, Europe, LEC, Banatu, Pantimos, Karadonis und Fukano. Alexander Aringer, 100er Kabukime, auch mitgenommen, also die stauben alle ab. Ich möchte nicht wissen, das ist bestimmt der dritte Raid gewesen oder so gefühlt, hat er einfach mitgenommen. Meine beste Community Day Ausbeute von Alola Kleinstein, 100er, was will man noch mehr als ein 100er? Koselinchen hier noch mit dem 100er Feuriegel, Arnold Schwarzenegger vom Sören geschickt, einmal links das Bein, einmal rechts das Bein und dann erstmal eine Quarzen, weil die beide liegen ja eher auf dem Tisch, ne? Madu, das ist mein erster Beitrag für Raid am Mittwoch, das Flamjau kam aus dem Ei, die anderen beiden wurden wild gefangen, alles 100%. Oder eben schillernd wie das Lunastein. So, dann nochmal neues Krypto-Shiny für mich. Wird das Alola Knocker? Jetzt ist ja das Alola an Alola-Event da und theoretisch müsste auch das, wenn man das entwickelt, ein Krypto-Shiny Alola Knocker werden. Probiert es einfach mal aus. Ich würde vielleicht ein Short-Video machen und hochladen, wenn das funktioniert, um zu gucken, wie das dann ausschaut. Wenn Ramses ein Hund wäre vom NetGhost, schon wieder. Für mich ist das vielleicht dein Hund und du machst immer Bilder von dem, ja? Oder ist das aus dem Internet? Das ist privat, oder? Das ist einfach dein Hund, das merke ich jetzt erst. Marlon Schmidt auf dem kleinen 100% Alola Knogger. Tobias, perfekte C-Day-Ausbeute. Also 400%ige mitgenommen. Ich werde gemaxt. Matthias maxt sich selber, weil er sagt, er ist ein Alola Geowatz in Shiny. Black Viber Cat hier auch gemaxtes mit Shiny drin. Andy Project. Wollte es eigentlich gar nicht fangen. Okay, ein Ball ist es wert. Und dann das. 100% Nocturne. Sehr schön. Mal wieder ein 100er gebrütet. Nummer 67. Robball. 100er. Miran Iskan mit einem Shiny Labras mit Schleife. Shiny Sterndu. Shiny Raupi. 100er Carpador. Shiny Tentara. Vom Libera Forett. Jetzt muss ich nämlich gucken. Das hat ja gewechselt. Libera Forett. Shiny Tentara. Shiny Rabauz. Noah direkt nacheinander, Rettan und Merrill als Shiny plus Goldini Shiny, der Aluhut, was Verkohltes, Lotutzelhaftiges, Raupi und Tentara, Margo Fedex, Shiny Labras mit Schleife, Burndown Steve, Shiny Tentara und Shiny Labras mit Schleife, heute Morgen erst das Tentara und dann abends dank dir das Labras. Gern geschehen natürlich. Daniel Love auch beim Tauschen hier ein 100er Kabukime bekommen. Deswegen macht jeden Tag wirklich euren Spezialtausch, auch wenn ihr nur misstauscht. Es kann immer mal sein, dass zufällig ein 100er rauskommt. Das muss nicht immer Glück sein, aber ihr könnt Glück haben und es kommt ein 100er. Chill Boris, habe die beiden diese Woche gefangen. Pedobär und Quabo, Glückwunsch. Und die Nessie Labras, Carbonolo Turzle, Glückwunsch mit Schleife. Patrick, 100er Labras mit Schleife. Patrick, 100er Mantirps mit ohne Schleife. Elke noch mit dem 100er Natu, 100er Sterndu. Ihre C-Day Ausbeute, was da dabei ist. Und 4 Sternen und Chillern und
100er NATO, 100er Stern, ja, die haben wir ja hier gehabt. Plus C-Day-Zeug, Heiko auch hier mit dem 100%igen Cabo Kime. Hat jetzt fast alle als 100er. Der hat das 100er Cabo Ricky, der hat das 100er Cabo Toro, der hat das 100er Cabo Kime jetzt. Dem fehlt also nur noch das Cabo Fala. Wird der Heiko auf Cabo Fala Jagd gehen? Kevin, Silbercool. Silbercool, ja auch Shiny Bitora, Benjamin könntest du hier ein 100er Despoder erlösen, lässt man natürlich so, ist ja so effektiver und stärker. Mark niemals, der hat ein 100er Wuffels gebrütet und zwar gestern beim Wandern, als wir unterwegs waren, wir standen gerade beim Edeka, sein Ei geht auf, sein 10 Kilometer Ei aus Dortmund, ausgebrütet in Hildburghausen, 100% Wuffels. Pierre steht noch da, ach 100er, fertig. Und er kannte die WP und er bewertet, Marc bewertet das und Pierre hatte recht, also ist doch irgendwie, ne? Shiny Gladio, heute gesehen vom Community, kann das ins nächste Video? Nein, Grüße an Shiny Gladio, Cumulus hier, Shiny Schlurp von Cumulus, dann Cumulus hier, Eier, genau, dann Cumulus, mein zweites Cumulus, Wuffels, Cumulus, huch! Dann rüber, Marmolita, auch Cumulus. Der hat aber einmal nicht Cumulus hingeschrieben. Sind das eigentlich immer andere Zahlen? Ja, das ist nämlich Cumulus 1310 und das ist Cumulus 1066. Jetzt weiß ich, wieso da jedes Mal der Name dran steht, weil das ja verschiedene sind. Also hier noch Shiny Tentara, Domasan noch, Mangunio, auch von Cumulus. Henry Niki gerade aus dem Ei bekommen. Hunderte Schmerbe, Shiny Yorklev, Kenny, Host of Death, wieder falscher Account, auch 100er Cabo Kime und der Kinghammer hat mir nochmal gezeigt, endlich geschafft, Glückwunsch. Wir haben den Shiny Giratina Hunt beendet und endlich das Shiny bei Perle bekommen. Wer das nicht gesehen hat oder nicht verfolgt hat, 3188 Resets hat es gebraucht. Das waren schon die Highlights, wir sind gerade noch bei 12 Minuten. Jetzt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal, lasst es kurz auf euch wirken, das Gesicht vom Schilling, überlest den Screenshot vom King Hammer und seht den Schocker der Woche vom Skinny. Für mich ist das der Schocker der Woche, könnt ihr euch jetzt drüber streiten, aber brütet erstmal ein Molung, ja? Brütet erstmal ein weibliches Molung. Findet erstmal einen, der ein weibliches Molung mit euch tauscht und habt dann auch erstmal noch das Glück, dass in diesem einen Tausch, den ihr macht in eurem Leben, weil ihr ja nicht jeden Tag 20 weibliche Molungs hin und her tauschen werdet, dass direkt Lucky wird. Frage ist natürlich raus, war das der erste Molung Lucky Trade? Wollte man da den Lucky Dex einfach vervollständigen? Hat jetzt also da gesagt, okay, wir machen halt Mirror Trade, bam, und direkt 100 da, das ist auf jeden Fall, finde ich, eine feine Sache. Es waren noch so krasse Dinge dieses Mal nicht dabei, dass mir das vollkommen reicht, aber mancher stört sich jetzt daran, weil das Lucky ist und Lucky 100 zu bekommen ist ja viel einfacher, als wenn man es direkt als 100 brütet. Ich habe jetzt schon wieder fast 80 Lucky Trades mit Regi Eis gemacht und immer noch kein 100er, deswegen finde ich, ist das schon was wert, das ist schon was Besonderes und ansonsten war es das jetzt auch von meiner Seite aus. Wie findet ihr den Schocker der Woche? Was habt ihr noch für tolle Sachen gehabt? Ihr könnt wieder jetzt schicken, bis nächste Woche Mittwoch wird dann das wieder gemacht. Und wir sehen uns heute Abend in der Raid-Stunde mit Cabo Toro. Auch wenn alle vier Cabos da sind, ich werde bevorzugt Cabo Toro annehmen und raiden. Denn das, finde ich, ist das Coolste, das Stierigste. Also Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Guckt ihr den roten Kopf an.